der letzten Saison. Wie hast du das selber empfunden? Und was für dich das Wichtigste, das Grösste war von dem vergangenen Winter? Ja, also das kann ich eigentlich nicht so definieren. Also es war eigentlich alles riesig und wunderschön gewesen. Also Adelboden und Wangen waren schon eigentlich die Highlights gewesen. Vor allem von der Kulisse und von der Stimmung her. Das war schon überwältigend gewesen. Das hast du in dem Fall eben nicht, dass Adelboden und Wangen seine Lieblingspisten sind. Das kommt ich meine, nicht auf ungefähr. Gell? Du hast letzten Sommer relativ viel hier drinnen trainieren. Wir haben uns ein paar Mal wie angetroffen. Wie viel warst du etwa da gewesen? Ja, ich habe nach vorne mal nachgerechnet. Es wird schon so um die 30 Stunden gewesen oder mehr. Da interessiert uns natürlich, wenn wir dann wissen, dass du so einen super Winter hast gehabt. Was hast du das Gefühl, wie entscheidend oder was hat das bewirkt, das Training hier auf dem Teppich? Wohl, das hat sicher viel beigetragen zu meinem Erfolg von dieser Saison. Ich finde das eine super Sache. Aber das ist Gleichgewicht trainieren, das ist recht, ja, eigentlich Ski-neues Training. Also, es gibt eigentlich gar nichts Besseres im Sommer zu machen als hier auf dem Teppich. Das heisst, du kommst schon diesen Sommer wieder? Ja, sicher. Also, jetzt bin ich ja aufgestiegen, also in die Weltcup-Gruppe mit Steve Loffer. Und er wird wahrscheinlich weniger erscheinen, aber ich werde sicher auch privat ein paar Mal. Das tut doch gut. Jetzt diesen Sommer, schon diesen Sommer sein, du hast diesen Sommer noch Wirtschaftsmatur abzuschließen. Also, dann bleibt so noch fleissig am Lehren. Ja, jetzt die nächste anderthalb Monat werde ich hinter dem Schulbord sein. Hier auf dem Teppich. Teppich ist besser, oder? Nachher, wenn du deine Matur hast, dann gibt es natürlich noch auch beruflich die eine oder andere Überlegung. Weißt du schon, was dann nebst dem Skifahren noch wirst machen oder was deine beruflichen Pläne sind für die Zukunft? Ja, also zuerst einmal will ich mich schon ein bisschen auf das Skifahren konzentrieren und vielleicht kann ich dann noch ein, zwei Fächer Fernuni studieren, aber also das geht es jetzt so, weil man nicht mehr hat. Und ja, die Wirtschaftsmatur ist auch nicht schlecht, aber etwas kleines daneben will ich das schon noch machen. Gehen wir doch einfach wieder zum Skifahren. Wie sehen dort deine nächsten Ziele aus? Was sind so Träume oder Highlights von der kommenden Saison, wo du denkst, könnte etwas werden? Ja, also das Ziel wäre schon eigentlich, dass wir im Weltcup regelmässig in die ersten 30 fahren. Das wäre eigentlich ein Träume, immer da drin zu fahren. Und, ja, ganz weit weg. Also, die Träume hängen eigentlich Olympia. Sochi wäre schon eine coole Sache, weil ich den letzten Tag Informationen kenne. Ja, wäre schon cool, wenn man das mitmachen könnte. Das ist auf jeden Fall so. Würden wir sicher uns auch freuen, wenn wir dich dort sehen. Drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Jetzt vielleicht noch als Letztes. Wem empfiehlst du, alles hier mal auf den Teppich zu kommen und sich eine Fahrt hier mal zu nehmen, also das auszuprobieren? Also ich glaube, sonst ist für jeden, ob Rennfahrer oder Hobbyfahrer oder Anfänger, also sicher das Erlebnis mal, also drauf gehen sollte jeder eigentlich einmal. Und jetzt so also für einen Rennfahrer, ja, ich finde, ich sage das noch besser, aber auch für Touristen, ich finde das eine super Sache. Merci vielmals, Ramon. Wir wünschen dir guten Sommer, gute Maturprüfungen und natürlich für den kommenden Winter alles Gute und hoffen wir, dass deine Träume in Erfüllung gehen.